Hey und welcome back zu einer weiteren Folge Feed the Beast. Wir werden uns heute weiter Stormcraft widmen. Das hat ja eine kleine Pause eingelegt und deshalb wollen wir da heute. Ich habe komische Erinnerungsbugs. Wir werden da weitermachen. Wir haben uns das letzte Mal ja den Stuff, hier haben wir den Silverwood Stuff Core gebastelt. Und damit der funktioniert, müssen wir dem auch noch Kappen geben. Und zwar wollen wir an diese Kappen ran. Ich weiß auch schon, was das für Kappen sind. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir an die rankommen. Und zwar müssen wir dafür das hier erforschen. Magical Materialogy. Where materials meet magic. Und das müssen wir erstmal erforschen. Das heißt, da brauchen wir Paper. Nehmen wir mal ein paar. Und den hier laden wir mal wieder auf. Haben wir noch ein paar Inksacks. So. Und zwar möchte ich das hier erforschen. Und was das ist, werdet ihr gleich sehen. Das ist eine ziemlich basic Verzauberung, weshalb es auch nicht gerade kompliziert ist. Schauen wir mal. Das hat das drauf. Metallum hat den drauf. Im Void treffen sich Metallum und Void. Sexum ist das, glaube ich, ja. Das hat Erde. Das heißt, über das Energiesymbol müssten wir, glaube ich, drankommen. Ja, über das Energiesymbol kommen wir dran. Das heißt, hier. So. So. Und dann haben wir es auch schon. Das ist nämlich Somnium. Das magische Metall, wenn man es so nennen will. Und daraus können wir Zormion-Rüstung basteln, Zormion-Schwerter, Ausrüstung und. Und diese Zormion-Klamotten, die sind von der Stärke her nicht viel stärker als Eisen. Sie kommen an Diamant nicht ran, haben aber einen interessanten Vorteil. Sie haben einen extrem starken Verzauberungswert. Also wenn man die verzaubert mit Level 30, kriegt man richtig krasse Verzauberung drauf. Viel, viel stärkere als bei Eisen oder Diamant und auch stärker als bei Gold. Gold hat ja generell die Eigenschaft, dass die Verzauberungen auf Gold immer stärker sind als bei anderen. Das ist der Vorteil von Gold. Und Zormium crackt das Ganze halt nochmal eine Stufe höher und kriegt die absoluten Ultra-Verzauberungen drauf. Das ist für etwas, was wir später machen wollen. Das hier, das ist einfach nur Transmutation. Das ist, also bei den früheren Rezepten, wo man es immer random gekriegt hat, waren so die ersten Rezepte, die man immer gekriegt hat, die ganzen Transmutationsrezepte. Das war ultra nervig, weil man die wollte man nicht haben, mit denen konnte man nichts anfangen und war einfach nur tierisch genervt, dass es die gab. Aber damit haben wir diesen Research freigeschaltet. Silber, Zormium. Wir wollen dem Ganzen nämlich Zormium-Kappen aufsetzen. Das heißt, wir brauchen unser Schreibtool und wir wollen das hier erforschen. Das ist schon ein bisschen umfangreicher. Wir wissen ja, wie wir die beiden miteinander kombinieren. Haben wir ja gerade schon mal gemacht. Das heißt, alles, was wir machen müssen, ist hier ein Energiesymbol. Hier ein Ordo. Hier machen wir nochmal ein Metall. Dazwischen noch ein Ordo. Das heißt, die beiden sind schon mal kombiniert. Wie kommen wir denn von Energie darauf? Das hat auch Ordo drauf. Das heißt, hier können wir mal ganz stupide sein. Aber uns gehen auch langsam die Grundessenzen aus. Das heißt, da müssen wir irgendwann mal was machen. Man sieht hier 12R und so. Das heißt, einerseits müssen wir noch weiter rumfliegen und alles mögliche scannen, was uns vor die Flinte kommt. Andererseits haben wir das Problem, dass wir damit nicht unendlich weit kommen. Da können wir über Magie, Energie, hier einfach so ein Ort in die Mitte. Und dann haben wir unsere Somnium-Kappen. Spannende Frage ist jetzt, können wir nach Somnium noch was machen? Nein, können wir nicht, das sind die hochwertigsten Kappen. Und zwar, Somnium is always the ability to store and absorb magic. So using it to craft wand caps is a logical choice.
Okay, da steht jetzt nicht wirklich was bei, was uns weiterhilft. Aber als erstes werden wir die hier craften. Die muss man nämlich noch in eine Fusion-Altar aufpowern. Zu Charged Thormium Caps. Damit die wirksam sind. Das heißt, wir müssen als erstes uns erstmal Thormium craften. Dazu einfach 4 Magie und Eisen hinterhergeworfen. Wir haben ja hier unser Setup noch stehen. Was allerdings kein Wasser hat. Eigentlich könnten wir irgendwann dann auch mal für Thormium eine automatische Herstellung machen. Vielleicht sollte ich ein Bucket mitnehmen, wenn ich an Wasser rankommen will. Oh, da geht gerade unser Dach zu. Ich habe es gehört. Ihr bestimmt auch. Quatsch, es ist aufgegangen anstatt zugegangen. Ah, weil gerade Tag statt Nacht wird. So, Wasser. Und Magie finden wir auf sehr vielen Sachen drauf. Die Frage ist, wo finden wir so gut wie nur Magie drauf? Schauen wir mal. Wie viel Silverwood haben wir denn? Da wäre Magie drauf. Quicksilver habe ich gar nicht researched. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Was ist denn um mein Glas? Habe ich das denn hingepackt? Habe ich das ins System reingeschmissen? Scheint so. Dich werden wir gleich brauchen. Wo ist es denn? Oh, ich habe sogar zwei. So, komm mal her. Quicksilver, was ist denn auf dir drauf? Okay, das Metallum und so drauf, aber keine Magie. Paper können wir auch mal researchen. Wie gesagt, wir brauchen diese Research-Teile. Das heißt, das wäre gar nicht mal so schlecht. Habe ich dich schon researched? Habe ich. Dich schon? Nein, habe ich nicht. Habe ich aber jetzt. Habe ich eine Ender-Pouch schon researched? Oh, da ist eine ganze Menge drauf. Brot habe ich, glaube ich. Brot habe ich schon. Okay. Nur mal kurz einen Abstecher ins Researching. Das ist Dark Iron. Haben wir vielleicht sogar noch Thormium? Man findet es ja auch ab und zu mal in Kisten. Ja, wir hätten sogar 4 Thormium. Das heißt, das Thormium craften, da kommen wir gerade sogar drum herum. Und zwar brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Wir müssen leider 2 crushen. Aber damit haben wir auf diesem Stab nicht genug Wies. Wunderbar. Wie sieht's denn mit den anderen Stäben aus? Ist auf dir genug? Auf dir ist sogar genug für 2. Sehr gut. Dritten brauchen wir nicht. Wir brauchen nur 2. So, das Ganze müssen wir chargen. Dazu müssen wir noch Salis machen. Schauen wir mal nach. Wo sind unsere Wands? Die Kappen wollen wir machen. Dafür brauchen wir Salis. Salis macht man entweder so oder so. Und dafür verwendet man es. Okay. Das heißt, wir brauchen einfach diese Essentia. Davon haben wir ja zum Glück ein paar. Nehmen wir uns einfach davon welche. Das wären 6 Stück. Wir brauchen 3 pro. Ich würde aber ganz gerne noch welche als Reserve haben. Weil es ja beim Infusion immer passieren kann, dass Materialien flöten gehen. Das heißt, wir machen noch 3 mehr. 9 Stück. Moment, was war da nochmal? Guck mal her, was war da? Einfach ein Chart. Okay. Einfach irgendein Chart. Chart haben wir ja unglaublich viele. So. Das reicht bestimmt nicht aus. Nein, tut es nicht. Kann ich bei dir noch ein bisschen was abzapfen? Dann kann ich bei dir vielleicht noch was abzapfen. Nein. Ja, mit 4 können wir nicht einmal alle machen. Ach verdammt, ich habe ja mein Portal unten verwendet. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz wieder auf uns auf die Suche nach ein bisschen Energie für unsere Stäbe machen.
Aber wir craften uns ja nicht umsonst gerade den ultimativen großen Stab, der uns dieses Rumgefliege und Suche nach Notes abnehmen soll. Den müssen wir nur einmal schön aufpumpen und dann können wir damit Notes einsammeln gehen und haben die vor Ort in der Hütte. Vielleicht hätte ich das Portal auch noch anschießen sollen. Wäre sinnvoll gewesen. Komm, machen wir einfach mal das rechte Portal an dem Baum. Sitzt es? Ich sehe es von hier nicht. Ja. Kommen wir zwar nicht direkt bei unserer Hütte raus, aber dann muss ich nicht nochmal zur Hütte hinfliegen. Und ich habe meine Google nicht dabei. Damit kann ich natürlich nichts sehen. Ich habe die nicht mal... Oh, verdammt. Ja, unvorbereitet und bla und ja. Ich brauche mal eine Stelle, wo ich das hier machen kann. Man sollte, wenn man sich auf die Suche macht nach Notes, auch diese Gläser mitnehmen, sonst sieht man die nicht. So, jetzt können wir das da auch hinschießen. Meine Goggle. Hier haben wir sie. Ohne die geht nichts. So, jetzt sehen wir auch die Notes. Jetzt geht wieder spektakuläre Notsuchen los. Das, was ich hoffentlich so schnell wie möglich nicht mehr machen muss. Da ist doch so eine richtig große. Du leuchtest so schön. Du hast ganz viel Luft drauf. Die nehme ich mir mal weg. Und für den hier auch noch. Danke. Irgendwie fehlt gerade diese Animation, diese Aussaug-Animation. Vielleicht lag es auch nur an der einen Note. Da haben wir zwei. Mal sehen, was hast du? Oh. Okay, da ist zumindest die Animation wieder. Und da haben wir richtig viel schönen Stuff drauf. Was haben wir auf hier? Hier sind gleich drei Stück. Okay, da haben wir nur Luft drauf. Das haben wir bei der da vorne ja schon alles aufgesaugt. Oh, eine Ordonaut. Das ist etwas natürlich richtig Feines. Richtiger Leckerbissen. Okay. Du musst ein bisschen tiefer. Oh, Feuer. Feuer kann ich gut gebrauchen. Okay, der Stab ist damit so gut wie voll. Dem hier fehlt noch Wasser. Und ein bisschen Ordo. Und von zwei anderen auch noch so ein klein bisschen was. Moment, habe ich da nicht? Da ist doch ein Out. So viel zu Wasser. Okay, das Gebiet hier muss ich mir definitiv merken. Ich glaube, hier werde ich einfach mal ein Portal entschießen. Wenn ich mir Notes einsammeln gehe, nehme ich mir am besten erstmal alle weg, die hier sind. Hier sind ja relativ viele auf engstem Raum. Obwohl das auch ziemlich nah an der Stadt drin ist. Ich glaube, wenn ich mir Notes einsammeln gehe, dann gehe ich dahin, wo mein Miner steht. Die sind so weit weg. Wenn irgendjemand anderes auch nochmal anfängt, mit Swampcraft zu machen, würde er auch erstmal in der Nähe der Stadt nach Notes suchen. Und wenn nicht schlecht, wenn er da noch welche findet. Packen wir. Ich glaube, wir haben erstmal genug. Komm, ich will da durch. Das sollte doch zum Craften reichen, hoffe ich. Ja. Damit haben wir unsere 10. Was wir noch brauchen, ist diese Essenz hier. Da brauchen wir zum Glück diesmal nicht so viele wie beim Stab, sondern da brauchen wir jetzt nur Potentia und Auram. Auf was zur Hölle ist Auram drauf? Können wir das nicht hier nachgucken? Ja, das können wir so nachgucken. Alles, was wir schon mal entdeckt haben, können wir hier durch... Oh Gott, Auram haben wir noch gar nichts entdeckt, wo das drauf ist. Okay. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Auram auf dem
dem Spaß drauf ist, das wird gar nichts haben. Weil Arcmagica hatte bis jetzt noch überhaupt nichts was. Was ist denn auf Enderperlen drauf? Energie kriegen wir auf jeden Fall von Redstone oder von Gluestone. Ich glaube aber, dass bei Redstone einiges mehr drauf ist. Schauen wir doch mal nach. Das ist das eine, das ist das andere. Und wo haben wir unsere Essenz? Hier haben wir unsere Essenz. Was hast du? Volltreffer. Okay, Enderperl wäre ein Fehlgriff gewesen, aber das hat alles, was wir brauchen. So, das heißt, wir brauchen noch ein paar Jars. Glas. Wooden Slabs. Haben wir alles am Mann. Guck mal, ja, du störst da gerade. Ich denke mal, dass wir 3, 4. Craften uns mal 4 weitere. So, wir haben hier noch eine tolle Konstruktion. Das heißt, wir können einfach die anschließen. Wie viel ist da drauf? Ach, da ist auch noch R drauf. Das ist natürlich doof. Ich wusste nicht, dass du noch R als Nebenprodukt hast. So, das unlabeln wir mal. Und dich clearen wir. Das heißt, in das eine sollte jetzt R reinfliegen, in das andere sollte Aurum reinfließen. Wenn dem so ist und richtig funktioniert. Mal sehen. Ah, er versucht immer noch Vitrius da reinzupacken. Warum? Du bist nicht gelabelt. Ah, jetzt packt er R rein. Mal sehen, wie viel kostet das pro Operation? 6 gerade mal. Wir haben jetzt 28. Damit können wir das zigmal ausführen. Bist du fertig? Du bist fertig. So, hier. Und auf Redstone haben wir die beiden. Dich können wir eigentlich auch mal hier hinstellen. Früher oder später werden das, wenn wir das Zeug auch noch brauchen. Das heißt, hier machen wir das einfach das Gleiche. Und hauen hier einfach mal 24 Redstone rein. Und damit haben wir auch schon den ganzen Spaß zum Craften. Alles, was wir gerade nicht brauchen, mal zurück. Damit wir ein bisschen Platz haben. Dich brauchen wir gleich. Dich brauchen wir auf jeden Fall. Eine Kappe werden wir brauchen. Da ist das Maschinenzeug. Da ist auch das Maschinen... Du sollst nicht Maschine sein. Irgendwie labelt er die. Selbst wenn ich sie platt mache, hat er sich den Typen gemerkt. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Scheint ein Bug zu sein. Weil fürs Label gibt es ja speziell die Label. Klingt logisch. So, dich möchte ich haben. Du kommst jetzt einfach hier hin. So. Das war noch einfach... 3 von dem Lila-Staub umrunden einen Deckel. Richtig? Richtig. 1, 2, 3. Es ist übrigens auch relevant, wo hier die Teile hin platziert. Wenn ich die alle auf eine Seite packen würde, wäre die Chance, dass das Ganze im Chaos ausbricht, höher. Allerdings bei so einem kleinen Rezept sollte hoffentlich nichts passieren. Wirklich interessant wird es erst bei den richtig großen Rezepten, wo hier wirklich jeder Pillar voll ist. Der Stab zum Beispiel war ein verhältnismäßig großes Rezept. Da ist das hier eine Lachnummer dagegen. Und ich rechne eigentlich nicht damit, dass irgendwas passiert.
Das, der erste ging reibungslos. Das ist der normale. Da ist unser Charged. Trotzdem sollte man das Ganze immer überwachen. Weil selbst die ganz Kleinen haben eine bestimmte, haben eine extrem kleine Chance, in Chaos zu geraten. Aber sie, die Chance besteht. Also von daher immer aufgepasst. Einzige Mist, der jetzt passieren kann, ist, dass unser Stab zu viel Wies braucht, dass wir ihn bauen können. Daran hätte ich gar nicht gedacht. Wir schauen einfach mal. Was kostest du? Oh ja. Du kostest 136 von jeder Sorte. Hm. Wir haben keinen Stab, der 136 speichern kann. Die können nur 50. Das heißt, wir werden um den, um die Zwischenstufe doch nicht drumherum kommen. Aber die braucht zum Glück keinen großen Altar. Da nehmen wir uns einfach auch die Goldkappen und wir nehmen uns den, den Greatwood Stuff. Der war hier. Den macht man einfach so. Brauche ich für den eine Fusion? Nein, da brauche ich ja nur 25 von jeder Sorte. Moment, wie viel kann denn der Greatwood speichern? Ja, ich habe ja gerade einen Greatwood. Der kann 100... der kann 50. Und der Magic Stuff kann... 125. Okay. Der braucht zum Craften 144, das kriegen wir mal noch runter. Hm. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Wir bauen uns aber erstmal den Stuff. Den Greatwood. Weil den werden wir als Zwischenschritt brauchen. Und der ist ja vom Craften her extrem einfach. Der braucht ja echt gar nichts. Da haben wir unsere Greatwood. Das einzige, was interessant ist, ist diese Kappe da oben. Die ist von jeder einer Sorte. Zwei Gold und ein Salus. Salus haben wir ja noch. Ein davon. 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 Einen roten. Schwarzen und grün haben wir im Inventar. Zwei Gold. Das ist einfach so, so. Dich in die Mitte. Und ich schmeiß jetzt aber mal rein in der Hoffnung, dass es ihm egal ist, in welcher Farbkombination ihr seid. Nein, das ist nicht. Ich hasse Rezepte, die so gebaut sind. Gelb, Rot, Blau, Grün. Hell, Dunkel. Gelb, Rot, Blau, Grün, Hell, Dunkel. Sind zu fischen. Was mangelt denn? Das mangelt. Hier mangelt der ganze Rest. Wir haben unser Portal relativ nah an relativ vielen stehen. Ist doch zum Beispiel eine relativ cool aussehende Naut. Die hat aber für uns nur Terra drauf, der Rest ist nicht zu gebrauchen. Da ist Lava. Nee. Oh, Nauts, wo seid ihr? Hier haben wir die zwei. Hat sich da schon was erneuert? Ja, so ein bisschen was. Au, geh weg. Da ist nur Luft drauf, aber Luft ist bei beiden voll. Hier fehlt Wasser, Feuer. Und hier fehlt dieses dunkle Zeug. Wo mir der Name gerade nicht einfällt. Hier haben wir Feuer. Da ist noch eine Note.
du denn nochmal drauf? Ah, Wasser. Das fehlt bei dem hier. Mal sehen. Haben wir hier jetzt 25 von jedem? Haben wir. Okay, dann können wir wieder zurück. Ich sehe irgendwas in der Distanz. Die Welt baut sich auf. Oh mein Gott. Na also. Ihr seht, um sich einen schönen Stab herzustellen, das kostet echt Arbeit. Und ich wollte natürlich mal wieder viel zu weit hoch hinaus. Da haben wir den Spaß. So, das braucht nur das. Das heißt, damit haben wir den Stuff. Da setzen wir einfach Goldkappen drauf. Die sollen uns dafür reichen. Zwei. Ja, zu fischen. Aber genau dafür habe ich ja zwei Stäbe gemacht. So, das ist jetzt sozusagen einfach nur die upgegradete Version von dem. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Den will ich jetzt diese Episode noch bauen. Dann wieder zurück. Hier nochmal lutschen. Zum Glück dauert das Note-Suchen nicht allzu lange. Ich bin jedes Mal immer nur eine Minute oder so unterwegs. Es kommt dann immer 10-mal länger vor, als man eigentlich wirklich unterwegs ist. Gibt es denn keiner einzige im Dschungel? Kommt das Dschungelbiom ohne eine Naut, oder wie? Ist doch nicht wahr. Aber ich glaube, wir können auch schon mit dem die Nauts transportieren. Allerdings müssen wir dann jedes Mal ihn wieder vollfüllen. Es wäre aber schon mal ein Anfang, wenn wir zumindest eine Naut im Haus hätten. Und dann können wir jedes Mal Stück für Stück uns eine weitere holen. Ich glaube, das machen wir. Das heißt, wir werden mit dem Stab, den wir gerade im Crafting haben, werden wir uns anfangen, die ersten paar Notes zu schnappen. Mal sehen. Das sollte reichen. Der ist vollgeladen. Ne, auf dem Boden ist irgendwie doof. Das ist schön. Dass mal erst Lichtquellen und so geladen werden und dann der Rest der Welt. Ist auch interessant. Warst du das, der voll war? Nein, du warst das nicht. Und du warst das, der voll war? Ja. Damit haben wir unseren Stuff. Unterschied ist ganz bemerkbar. Er hat einfach um einiges mehr. Der kann 125. Der sieht auch ein bisschen anders aus. So, was mich jetzt interessiert, ist Transport von Notes. Das ist hier unter Basic. Und zwar Note in the Jar. Das werden wir uns noch schnappen. Und ich glaube, wenn ich das researched habe, dann ist die Episode auch schon rum. Und wir werden uns nächste Folge mal damit beschäftigen, Notes zu krallen. Oh, das benötigt eine ganze Menge. Du hast das hier schon drauf, okay. Wasser. Schreibt gerade wer, ich bin gerade beim Researchen. Da muss er damit leben, dass ich gerade nicht antworten kann. Du hast das drauf. Das heißt, ich kann dich da nochmal hinsetzen. Dann bist du so verbunden. Du hättest das drauf, du hast Gehirn drauf. Verbinden wir die erstmal. Du hast Magie. Evil, Evil hat Void. Magie hat auch Void. Das heißt, ich kann ihm sagen, hier. Magie, Void, Void. Und Void hat
das hier. Jetzt muss ich die beiden Ketten irgendwie miteinander verbinden. Das heißt, ich muss irgendwie von dem dunklen Zeug auf Motors kommen. Machen wir uns mal zwei Motors. Vom dunklen Zeug auf Motors. Das heißt, ich habe da Luft, Wasser und das dunkle Zeug. Was verbindet die denn? Luft, Wasser und das dunkle Zeug. Ob mir den Namen irgendwie nie schaffe zu merken. Luft, Wasser und das dunkle Zeug. Wo ist denn überall dieses dunkle Zeug drauf? Hier wär's drauf. Ach, ich suche die ganze Zeit, dabei hat das Luft und das Luft, so viel dazu. Das heißt, ich kann einfach über diese Brücke gehen. Und tada! Note in the jar. Das ist unser interessantestes Rezept. Interessantester Research. Und zwar können wir einfach, wenn wir 70... Ach, das braucht nur noch 70. Das hat mal 100 gebraucht. Können wir damit Nodes einsperren und die dementsprechend mitnehmen. Das ist etwas, was wir in nächster Folge machen werden. Ich will mal kurz gucken, wie weit wir hier eigentlich mit... Wir können hier Kleidung herstellen. Und wie man hier sieht, ist jedes Mal dran, wie es Discount. Das heißt, wenn wir mit dieser Kleidung, wenn wir die Kleidung angelegt haben, reduzieren wir dadurch auch noch die Kosten, was Craftings und Enchants und Co. kosten. Das ist aber allerdings von der Rüstung her ziemlich wenig. 1%, 2%, das ist ja echt... Ich hatte eigentlich gedacht, dass das mehr ausmacht. Die Runic Armor ist eher eine Protection-Variante. Ich meine, auf den Goggles ist 5% drauf. Naja, wir werden das nächste Mal anfangen, ein bisschen rumzufliegen, den Wand voll zu pumpen und uns ein paar Notes einzusammeln. Also dann halt. See you later. Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat... That's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. You can't do that. You can't. Can't be. We can't be. We can't be. Ja, ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text, der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonnieren. Und wenn euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich.